Die Mini-LED-Technik ist momentan eines der spannendsten Themen der TV-Branche. Diese gibt es bei Samsung nicht nur in den neuen 8K-Modellen, sondern auch in der 4K-Serie QN90A. Allerdings kommen bei Samsung in den 4K-Geräten weniger Dimming-Zonen zum Einsatz als in den 8K-Modellen. Beim GQ65 QN90A sind es 792. Wie sich der 65-Zeller bildlich schlägt, wie er im Vergleich zur OLED-Konkurrenz abschneidet und auf welche Ausstattung Sie sich freuen können, das erfahren Sie jetzt im Audivision Videocheck. Stolze 31,4 Kilo bringt der Flachmann auf die Waage. Dieser thront auf einem massiven Metallfuß. Samsung liefert eine spezielle Halterung mit, die eine wandnahe Montage ermöglicht. Das 60 Watt starke 4.2.2 Soundsystem kann sich mit angenehmer Raumfülle und solidem Bassfundament hören lassen. Dolby Atmos wird allerdings nicht unterstützt. Auf eine externe Anschlussbox verzichten die Koreaner. Unter anderem 4 HDMI 2.1 Ports sind direkt in das Gehäuse integriert. Dank Mini-LED-Technik ist der 65-Zeller nur 2,7 cm tief. Eine hübsche Metallblende verziert das Panel. Die Ersteinrichtung gelingt ganz klassisch per Fernbedienung oder noch komfortabler per Smartphone und App. Ohne Batterien kommt neuerdings die handliche Fernbedienung mit wenigen Tasten aus. Ein Solarpanel versorgt den integrierten Akku mit Strom. Bekannt und bewährt ist die übersichtliche Samsung-Benutzeroberfläche. Hierüber erreicht man alles, egal ob Einstellungen, Quellen, Apps oder eine der zahlreichen Zusatzfunktionen. Praktisch, der intelligente Programmführer schlägt personalisierte Inhalte aus dem Fernsehen, aus Mediatheken und Streamingportalen vor. Kostenlosen Zugriff hat man auf Samsung TV Plus. Hierhinter verbergen sich jede Menge Fernsehsender aus dem Internet mit einem breiten Angebot an Nachrichten, Sport, Serien und Spielfilmen. Die Bedienung des GQ65 QN90A ist einfach. Alle Menüs sind sinnvoll aufgebaut und nicht überladen. Hier findet man sich auf Anhieb zurecht. Die Reaktionszeiten sind angenehm kurz. Im intelligenten Modus hüpft der 65-Zeller je nach Inhalt, Bild und Ton mit Hilfe von künstlicher Intelligenz mitunter recht effektiv auf. Der TV-Ton lässt sich optional auch über Bluetooth boxen oder für mehr Raumfülle gleichzeitig zum TV-Lautsprecher über eine kompatible Samsung-Soundbar wiedergeben. Wer den Fernseher mit seiner Stimme steuern will, mit Alexa, Bixby und Google Assistant, hat man die Qual der Wahl. Speziell Streaming-Fans dürfen sich über eine große App-Auswahl freuen. Zum breiten Portfolio zählen unter anderem Netflix, Disney Plus, DAZN, Sky Ticket und Apple TV. Dank der HD Plus App lassen sich Privatsender wie RTL HD und Co. ohne zusätzliche Hardware empfangen. Für passionierte Gamer unterstützt der Samsung neben der Wiedergabe von 4K-Inhalten mit 120 Hertz, wie sie die PlayStation 5 und die Xbox Series X liefern, auch andere hilfreiche Zocker-Features wie den Auto-Game-Mode und Game Motion Plus. Vorteile sind eine flüssige Bewegungsdarstellung und geringe Bewegungsunschärfen. FreeSync Premium Pro erlaubt unter anderem die Darstellung von HDR-Inhalten und eine reduzierte Eingabeverzögerung. Für Gamer ebenfalls wichtig, im Gegensatz zu OLED-Fernsehern besteht beim Samsung QLED nicht die Gefahr, dass sich länger im Bild zu sehende Inhalte wie ein Head-Up-Display dauerhaft einbrennen. In TV-Pausen lädt der spezielle Ambient-Modus dazu ein, dem TV-Display mal einen komplett anderen Look zu verleihen. Beispielsweise als Gemälde, Grafik, Wetterstation oder abstraktes Kunstwerk. Auf diese Weise sorgt der 65-Zeller für optische Abwechslung im Wohnzimmer. Smartphone-Inhalte lassen sich bequem 1:1 auf den TV-Bildschirm spiegeln. Dazu genügt es, den Fernseher mit dem Mobiltelefon anzutippen. Im Multiview-Modus teilt der Samsung sein Display in zwei Hälften auf und zeigt beispielsweise Live-TV und YouTube-Clips parallel. Aber auch seine Smartphone-Oberfläche kann man so jederzeit im Blick behalten.
Mit bis zu 1800 Candela im farblich optimalen Filmmodus leuchtet der QN90A extrem hell und lässt OLED-Mitbewerbern, egal von welchem Hersteller, nicht den Hauch einer Chance. Seine Farben sind kräftig und lautstark, aber trotzdem natürlich. Mit Ausnahme von Dolby Vision werden alle wichtigen HDR-Formate unterstützt. Schärfe, Plastizität und Bewegungsdarstellung sind ebenfalls top. Bei frontaler Draufsicht ist das schwarze Samsung so satt wie auf einem Panel mit selbstleuchtenden Pixeln. Einzig von der Seite fallen Lichthöfe und Aufhellungen um weiße Objekte vor einem schwarzen Hintergrund auf. Hier haben OLEDs die Nase noch leicht vorne. Unser Fazit: Wer auf 8K-Auflösung und eine externe Anschlussbox verzichten kann, liegt mit dem GQ65 QN90A goldrichtig. Dank Mini-LED-Technik ist das Bild des 65 Zoll QLED extrem hell, sehr dynamisch, top entspiegelt und bei frontaler Betrachtung in schwarzen Bereichen richtig schön tief dunkel. Vor allem in hellen Umgebungen mit hellen Bildinhalten kann der Samsung seine Vorzüge gegenüber Fernsehern mit organischen Displays gut ausspielen. Abgesehen von der fehlenden Dolby Vision Unterstützung lässt die Ausstattung keine Wünsche offen. Auch der Bedienkomfort ist top. Bei uns im Test erhielt der 65 Zöller die Logos Testsieger und Highlight.